Herr Bürgermeister, Sie sind die berühmten 100 Tage im Amt. Wie geht's Ihnen? Es geht. Es ist anstrengend, es ist aber auch sehr positiv. Es gibt viele interessante Kontakte, viele Neuigkeiten, viele Dinge, die wir tun. Also ich bin ganz gut ins Amt gekommen. Sie sind ja auch nicht neu in der Hamburger Spitzenpolitik, aber Bürgermeister ist nochmal was anderes. Gibt es irgendetwas, was Sie in dieser ersten Zeit überrascht hat, das Sie so nicht erwartet hätten? Also ich habe schon erwartet, dass man eine stärkere öffentliche Wahrnehmung hat, aber das ist doch sehr intensiv. Es war erwartet, aber es ist sehr, sehr deutlich, dass sich die Menschen sehr für das Rathaus und für den Bürgermeister interessieren und man wird sehr genau beobachtet. Plötzlich prominent. Und werden Sie auch schon genügend wahrgenommen? Kennen die Menschen Sie schon? Ich denke schon. Ich kann es ja nur beurteilen, wenn ich so auf der Straße bin. Dann werde ich angesprochen, werde gegrüßt, aber sehr freundlich. Einige geben mir die Hand, andere wollen ein kleines Foto. Also man wird schon erkannt und das nehme ich als einen Hinweis darauf, dass sich das rumgesprochen hat, dass es jetzt einen neuen Bürgermeister gibt. Konnten Sie in den ersten 100 Tagen schon eigene Akzente setzen und wie würden Sie schlagwortartig die beschreiben, wenn Sie drei Schlagwörter nennen müssten? Ja, drei Schlagwörter ist natürlich schwierig. Wir haben viele Projekte. Wir machen jetzt sehr viel für den U- und S-Bahn und den Busverkehr in Hamburg. Wir haben gerade eine 20% Kapazitätsausweitung vorgenommen, die jetzt bald wirksam wird. Wir bauen ein neues Krankenhaus in Altona. Wir machen sehr viel für die Wissenschaft, für die Hochschulen. Und wir verbessern die Qualität in den Kitas, indem wir jedes Jahr 550 Fachkräfte mehr einstellen und damit die Gruppen verkleinern, bis auf ein Verhältnis von einer Betreuerin, einem Betreuer auf vier Kinder. Mhm. Das sind Neuerungen wie auch das 12-Euro-Mindestlohn-Konzept, was wir haben. Wir wollen ja, dass die Menschen im Alter auch von der Rente leben können und deswegen soll jeder mindestens 12 Euro verdienen. Das waren jetzt ziemlich viele Schlagworte. Wir versuchen das mal kurz aufzurollen. In der Regierungserklärung haben Sie eine Prognose gestartet, 2030er Jahre, 2 Millionen Menschen in Hamburg. Ja. Die Grünen haben sogar von 2,2 gesprochen. Das ist eine Menge. Manche kriegen auch vor so einer Zahl vielleicht Angst. Ist so ein Wachstum eigentlich noch zu managen? Na, man muss keine Angst bekommen. Die Bäume wachsen ja nicht in den Himmel. Und wir sagen erstmal, wir stellen uns darauf ein, dass wir immer noch als attraktive Stadt gerne als Lebensort gesucht werden. Wir haben jetzt schon viele, die einpendeln, die eigentlich gerne in Hamburg wohnen würden, aber noch keine Wohnung gefunden haben. Die machen aber Druck auf dem Wohnungsmarkt und führen zu höheren Mieten. Und wir wollen ja eigentlich nur ein bisschen nachholen, was früher versäumt wurde, dass wir günstigen Wohnraum für alle bekommen. Wir können das Wachstum auch, wenn wir es aktiv gestalten, so machen, dass die Stadt dabei attraktiver wird. Wir haben zum Beispiel jetzt den Deckel über die A7, den ersten, fertiggestellt. Und dann sieht man, man kann wachsen, man kann auch mehr Verkehr organisieren und gleichzeitig grüner werden, mehr Raum finden für Wohnungsbau. Und das ist unser Konzept, das Wachstum gestalten, aber es wird nicht in alle Ewigkeit immer weiter wachsen. Wir haben jetzt einen Trend in die Städte, aber es gibt auch mal wieder Zeiten, in denen wünschen die Leute das Leben auf dem Land. Und jetzt erst einmal sind wir eine wachsende Stadt, das ist positiv und das werden wir aktiv gestalten, sodass alle was davon haben. Wohnraum, Sie sprachen es gerade an. Am Ende müssen wir alle irgendwie unsere Wohnung bezahlen können. Wohnraum ist knapp in Hamburg, das macht ihn teuer. Die Stadt baut und baut und das auch nicht erst seit gestern. Es reicht einfach nicht. Was ist zu tun? Wir haben viel nachzuholen. Wir haben jetzt seit 2011 ja erst begonnen, in dem neuen Senat den Wohnungsbau anzukurbeln. Wir waren erst bei 6.000, dann bei 8.000, jetzt bei 10.000 Baugenehmigungen pro Jahr. Und wir müssen darauf achten, günstigen Wohnraum zu schaffen. Das heißt, wir fördern jetzt den Wohnungsbau der Genossenschaften, unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft und von 3.000 Sozialwohnungen jedes Jahr. Aber am Ende kommt es darauf an, das ist wie auf einem Markt. Sie haben viele Menschen, die suchen eine Wohnung und die Frage ist, wie viele gibt es, wie viele Wohnungen sind verfügbar? Und wenn das Verhältnis ganz schlecht ist, dann gibt es Druck auf die Mieten, dann werden sehr hohe Mieten verlangt. Und deswegen müssen wir erst einmal zu einem Ausgleich kommen zwischen Wohnungsangebot und Wohnungsnachfrage. Und da sind wir noch ein paar Jahre hinterher, aber wir holen auf. Und wir haben längst nicht so hohe Mieten im Schnitt wie zum Beispiel in München und auch nicht so einen starken Mietanstieg mehr, wie viele große Städte es in Deutschland haben. Mhm. Es geht vor allem ja auch um die Menschen, die wenig Geld haben, Sozialwohnungsbereich. Auch da tut Hamburg viel, um das mal als Beispiel zu nehmen. Trotzdem reicht es einfach nicht. Auch die städtische Wohnungsgesellschaft Saga hisst gerade quasi halb die weiße Flagge, weil sie sagt, ja, wir möchten immer mehr, ja, aber es fehlt einfach an Grundstücken. Es lässt sich einfach nicht realisieren. Nein, es sind nicht nur Grundstücke. Wenn Sie viele Jahre versäumen, Wohnungen zu bauen, dann haben Sie viel nachzuholen. Und dann werden irgendwann Baugerüste knapp. Wir haben ganz viele Handwerksfirmen, die ausgelastet sind. Die ganze Baubranche
hat boomt natürlich mit. Und das ist ein bisschen ein Problem. Wir wollen ja nicht nur viel bauen, sondern wir müssen auch günstig bauen. Und Sie glauben, dass Sie das schaffen? Sie werden aufholen? Ja, wir holen auf. Man sieht es jetzt schon an der Dynamik der Mietentwicklung. Und wir kriegen es auch hin, diese günstigen Wohnungen zu bauen, weil wir nicht nur an die denken, die jetzt ganz wenig verdienen, sondern wir müssen auch an die denken, die etwas oberhalb der Einkommensgrenzen für Sozialwohnungen sind, die deswegen keinen Anspruch auf eine Sozialwohnung haben für 6,50 Euro pro Quadratmeter, aber die auch nicht 11 oder 12 Euro bezahlen können. Und für den Mittelstand sozusagen, für das normale Einkommen, brauchen wir auch günstige Wohnungen. Und das nennen wir 8 Euro Wohnungsbau. Das heißt, das sind keine Sozialwohnungen, aber da haben wir Vereinbarungen, dass wir den Investoren günstige Grundstücke geben. Die müssen dann gut, aber günstig bauen und dann können sie auch Anfangsmieten von 8 Euro pro Quadratmeter kalkulieren. Das ist also unser Konzept, für jedes Portemonnaie sozusagen ein passendes Wohnangebot zu haben. Mhm. Es gibt ja sonst auch noch einige Ideen, was man macht, um in Hamburg einfach den Wohnraum zu schaffen, den wir hier brauchen. Systemhäuser ist etwas, was Sie machen möchten. Was ist mit dem Hamburger Umland? Kann man eigentlich Niedersachsen und Schleswig-Holstein noch stärker in die Pflicht nehmen? Na, die müssen natürlich auch zusehen, dass sie für diejenigen, die bei ihnen leben und dorthin ziehen wollen, dass sie die mit Wohnraum versorgen. Sonst steigt natürlich auch in kleineren Städten das Mietniveau stark an. Aber was wir ja momentan haben, ist, dass wir 300.000 Einpendler haben. Das sind Leute, die eigentlich im Umland wohnen, aber in Hamburg arbeiten. Und davon gibt es viele, die eigentlich gerne da wohnen würden, wo sie arbeiten, weil sie Hamburg attraktiv finden und die nicht freiwillig jeden Tag 50 Kilometer in die Stadt reinfahren, Lärm machen, zu Emissionen führen, also und Staus mit verursachen. Wenn wir diesen, jedenfalls die, die bei uns wohnen möchten, eine Wohnung anbieten können, dann haben wir weniger Verkehr, weniger Lärm, weniger Schadstoffe in der Luft. Das heißt, wir können den Leuten nicht vorschreiben, wie und wo sie leben und wohnen wollen, aber wir können helfen, dass die, die bei uns sowieso arbeiten und da jeden Tag mit dem Auto rein und rausfahren, dass die vielleicht eine Möglichkeit haben, dann auch hier zu wohnen. Das ist schöner für die, die dann hierher ziehen können, aber natürlich auch besser für alle anderen, die das ja auch nicht wünschen, dass ihre Straßen jeden Tag verstopft sind mit viel Berufsverkehr, den man ja nicht braucht, wenn man eben in die U- und S-Bahn steigen kann, um zwei Stationen zu fahren. Auch eine Idee ist, die großen 50er-Jahre-Verkehrstraversen, die mal nur für den Autoverkehr konzipiert wurden, die Bebauung dort an den Rändern aufzustocken. So kann man auch Wohnraum schaffen in Hamburg. Das ist dann doch genau aber wiederum an den großen Straßen. Da sind wir doch wieder beim Thema Luft, oder? Ja, nicht nur an den großen Straßen, sondern auch an den leistungsfähigen U- und S-Bahn-Stationen. Nehmen wir mal Barmbek, im Barmbeker Bahnhof, da haben wir in die Höhe gebaut, weil wir sagen, da sind ganz viele U-Bahn- und Buslinien. Da kann man sowieso leicht hinkommen, nicht mit dem Auto, sondern eben auch mit Bus und Bahn. Und da das viele ja freiwillig nutzen, man muss ja niemanden dazu zwingen, komfortabel in eine moderne S-Bahn zu steigen, das macht man ja gerne. Man möchte nur auch fußläufig das erreichen können und nicht noch dreimal mit dem Bus umsteigen. Und deswegen suchen wir nach Punkten, die schon gut erschlossen sind, wo man eben dann auch in die Höhe und auch mit mehr Wohnungen es ermöglichen kann, dass die Stadt wächst, ohne dass sie, ja, dass sie unattraktiver wird. Wir wollen ja nicht alles versiegeln. Wir erhalten unsere Grünanlagen, wir schaffen neue Naturschutzgebiete. Ja, und wir haben einen Naturcent, der dazu dient, wenn wir irgendwo etwas bauen, dass wir an anderer Stelle wieder neue Natur schaffen können. Und das klappt? Das klappt sehr gut. Wir haben ja 3 Naturschutzgebiete in Hamburg neu ausgewiesen. Wir machen immer, wenn es einen neuen Stadtteil gibt, gehen Sie mal in die Hafencity. Da haben wir einen wunderschönen neuen Park geschaffen auf Flächen, die vorher eher versiegelt waren oder die eben jetzt neu erschlossen wurden als Grünfläche. Das geht. Wir können wachsen, grün bleiben und noch grüner werden. Und wenn man so will, durch diese Verdichtung auch ökologisch im Einklang, besser mit der Natur im Einklang leben, weil wir eben nicht immer diese riesen Distanzen haben, die sie ja in den Flächenländern haben, wo jeder Weg in den nächsten Ort mit 20, 30, 40 Kilometer Autofahrt verbunden ist. Das haben wir nicht. Und deswegen können wir es hinbekommen, eine wachsende, attraktive Stadt zu sein und im Einklang mit der Natur zu leben. Klingt toll. Wir bleiben genauso grün. Sie sagen, wir schaffen das Wachstum bei den Wohnungen. Alle werden Wohnraum erhalten. Ich bin gespannt. Wir werden weiter drauf schauen. Wir haben 45.000 Wohnungen schon fertig und es geht immer weiter. Und es sind attraktive, aber günstige Wohnungen dabei. Bestimmt, aber bisher wächst Hamburg von der Anzahl der Menschen einfach mehr als Wohnraum geschaffen wird. Das würde ich nicht sagen. Nein, wir haben zwar Zuwanderung und Zuzug, 10.000, 15.000 Personen im Jahr. Aber es ist ja nicht so eine Wohnung, ein Bürger, sondern im Schnitt wohnen pro Wohnung 2.
Und das heißt, wir schaffen jedes Jahr mit 10.000 Wohnungen, so ungefähr, für 20.000 Bürgerinnen und Bürger eine neue Wohnmöglichkeit. Und so viel Zuzug haben wir jetzt nicht. Wir sind eher so bei 10.000, 15.000 pro Jahr. Ich glaube, von 2015 auf 16 waren es eher 23. Ja, da gab es aber einen Sondereffekt. Das sind die Flüchtlingsaufnahmen, die wir haben. Dort haben wir aber auch zusätzliche Wohnangebote. Was ich jetzt nicht mitgezählt habe, sind diese großen Flüchtlingsunterkünfte, die wir später in regulären Wohnraum umbauen können. Das heißt, wenn wir die dazu zählen, haben wir auch dafür zusätzlichen Wohnraum geschaffen. Sie haben Ideen, ich merke es schon. Und Sie sprachen eben schon das Thema Verkehr an. Diese ganzen Menschen, die hier leben, die müssen auch irgendwie von A nach B kommen. Es ist sehr voll auf Hamburgs Straßen und wir haben da momentan ein Aufregerthema, Dieseldurchfahrtsbeschränkung. Ja, an zwei Stellen EU-Grenzwerte einhalten, die Luft insgesamt eigentlich nicht wirklich verbessern. Mhm. Die Autofahrer, ich möchte es mal nennen, fühlen sich getriezt. Das kann am Ende nicht der große Wurf sein. Nein, das ist auch jetzt nichts, was wir als Konzept weiterverfolgen, sondern wir haben diese zwei Stellen, die in einem großen Luftreinhalteplan, der ganz viele wichtige Maßnahmen enthält, Landstromversorgung im Hafen, neue E-Mobilität, also strombetriebene Verkehrssysteme. Busse werden wir nur noch ab 2020 als E-Busse bestellen. Wir haben mittlerweile Müllfahrzeuge, die mit Strom fahren. Wir machen sehr viel für die Luftreinhaltung. Aber an zwei Stellen gab es nur diese Möglichkeit, um dort die hohen Stickoxidkonzentrationen zu senken. Die sind ja auch ungesund in dieser hohen Konzentration. Und was wir damit erreichen, ist, dass unser gesamter Luftreinhalteplan rechtlich sicherer wird. Denn das ist das, was andere Städte jetzt erleiden. Sie werden verklagt aufgrund von EU-weiten Regelungen und Gesetzen und müssen dann viel drastischere Maßnahmen ergreifen. Warten Sie mal ab, was die nächsten Monate in Stuttgart passiert und in anderen Städten. Dort wird es flächendeckende Fahrverbote geben mit ganz drastischen Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger. Und davor wollen wir uns in Hamburg schützen, indem wir einen vernünftigen Plan machen, mit keinem Fahrverbot diesen zwei Durchfahrtsbeschränkungen, von denen die Anwohnerinnen und Anwohner auch noch freigestellt sind. Sobald die Luft besser wird, heben wir diese wieder auf. Und es kommen auch keine weiteren dazu. Das ist nämlich genau die Frage. Ja. Aber der BUND, die Naturschützer vom BUND, haben mit Klage gedroht. Die Umweltbehörde will jetzt neue Strecken prüfen. War es das? Ja, sie muss natürlich prüfen, wenn der BUND sagt. Aber es wird zu keinen neuen Durchfahrtsbeschränkungen kommen. Wir haben einen Luftreinhalteplan. Es gibt diese zwei Punkte, an denen wir das auch aus rechtlichen Gründen mussten. Wenn man dagegen jetzt rechtlich vorgeht, dann werden wir das vor Gericht vertreten, was wir machen. Das ist eben so in einem Rechtsstaat. Andere Städte, die keinen Luftreinhalteplan haben, die werden derzeit verklagt und auch verurteilt, flächendeckende Fahrverbote einzuführen. Und das haben wir und wollen wir und werden wir vermeiden. Aber der Umweltsenator, Ihr Umweltsenator will genau Flächen. Nein, ich bin mit dem Umweltsenator einer Meinung, dass wir diesen Luftreiteplan haben. Der ist vor einem Jahr beschlossen worden, der wird jetzt umgesetzt. Und darüber hinaus prüfen wir alles, was zu prüfen ist. Und vor allem werden wir uns auch rechtlich sozusagen dort sehr begründet äußern. Aber wir haben einen guten Luftreinhalteplan und der wird auch jedes Jahr dazu führen, dass das Leben in Hamburg gesünder ist. Das ist ja der eigentliche Grund. Wir wollen ja niemanden davon abhalten, ein Auto zu fahren. Aber man muss ein bisschen daran denken, dass wir tatsächlich auch an vielen Stellen etwas tun können. Nicht nur im Autoverkehr, aber auch zum Beispiel im Hafen, wo wir einfach unsere Reedereien anhalten müssen, Landstrom in Anspruch zu nehmen. Denn da kommt auch so einiges an Schadstoffen in die Luft. Aus Autofahrersicht sogar sehr viel. Fragen sich immer alle, warum muss mein Diesel dann irgendwie beschränkt werden? Aber das ist eine interessante Sache. Der Umweltsenator spricht nach außen und in der Öffentlichkeit. Ich habe es heute Morgen noch mit ihm besprochen. Sie sind da noch bei dem Luftreinhalteplan. Ich gebe es zu. Sie sind ja auch näher dran. Bleibt dabei. Genau. Er hat auch nichts anderes gesagt. Er hat natürlich diese Punkte dargestellt. Man muss es ja auch erklären. Aber ist da Zoff in der Koalition vorprogrammiert? Nein, überhaupt nicht. Die halten den Deckel drauf. Es gibt keinen Deckel, den man draufhalten muss. Es gibt eine Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters. Und ich sage Ihnen, der Luftreinhalteplan steht. Es gibt diese beiden Stellen. Wir werden uns mit allen rechtlichen Möglichkeiten vor Gericht davor wehren, dass wir weitere Dinge machen müssen. Wir werden aber automatisch in saubere Luft kommen, weil ja diese ganzen Maßnahmen im Luftreinhalteplan, die wirken ja. Jeder Landstrom, den die Schiffe nehmen, jeder Schritt in die E-Mobilität, jeder Bürger, der U- und S-Bahn fährt oder Rad fährt, zusätzlich, weil wir gute Radwege bauen, hilft uns doch, das alles hinzubekommen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Die Luft wird sehr bald sauberer sein. Und sobald es soweit ist, dass die Schadstoffkonzentrationen nicht mehr so hoch sind, nehmen wir dort diese Durchfahrbeschränkung auch wieder zurück. Mhm. Und vielleicht
wachsen auch die alten Fahrzeuge raus. Die sind ja, wenn wir modernere Dieselfahrzeuge bekommen, sind die ja umweltfreundlicher und dann darf man da sowieso fahren. Also es ist alles ein sehr begrenztes und befristetes Problem. Sie tun vor allem auch gerade was für den öffentlichen Nahverkehr. Angebotsoffensive, da wird also mehr getaktet und neue Busse und modernere Bahnen. Längere Busse, längere Bahnen, genau. Kürzere Taktfrequenzen. Aber wenn man sich das ansieht im Gesamtbild, dann hat man das Gefühl, in 20 Jahren ist das durch mit dem Auto in Hamburg. Das hängt ja davon ab, wer in Hamburg Auto fahren möchte. Es gibt ja begründete... Also aber auch politisch Das ist nicht mehr gewollt. Nein. Wir haben nichts gegen Autofahrer. Das ist mal ganz klar. Und es gibt ja auch gute Gründe, dass man bestimmte Wege mit dem Auto zurücklegt. Wir möchten aber niemanden ins Auto zwingen. Jeder will ja morgens pünktlich zur Arbeit erscheinen und wieder nach Hause kommen und zum Sportverein abends. Und wenn wir ein so attraktives öffentliches Nahverkehrssystem haben, wie wir es uns vorstellen, wie wir es teilweise ja schon haben, dann wird man nicht unbedingt das Auto selbst benutzen wollen. Dann kann man nämlich vor der Tür einsteigen in ein neues System, was wir schaffen werden. Das sind so größere Vans, die einen dann zur nächsten Station bringen. Wir werden digitale Anwendung finden, Apps, wie man neudeutsch sagt. Da kann man eingeben, wo man hin will. Und zack, ist man in den Bus, der gerade bestellt ist. Und dann ist man in der S-Bahn. Je komfortabler das wird, umso weniger gibt es den Wunsch, immer noch mit dem eigenen Auto zu fahren, sich dann einen Parkplatz zu suchen. Ich kann doch während der Autofahrt zum Arbeitsplatz nicht Zeitung lesen. Das kann ich aber in einer komfortablen S-Bahn. Aber Hauptsache, sie ist groß genug und ich muss mich nicht drängeln. Und deswegen größere Busse, größere S-Bahn, häufige Taktfrequenz, auch bis in die Abendstunden und sehr früh am Morgen. Das führt dazu, dass freiwillig ganz viele Leute das benutzen und damit Raum frei machen für die, die dann nach Auto fahren wollen oder auch für die Radfahrer oder die Fußgänger im öffentlichen Raum. Also ich glaube, das, was Sie gerade im öffentlichen Nahverkehr machen, das wollen auch alle. Wenn es jetzt noch günstiger werden würde, wäre auch noch super. Aber ich wollte noch einmal auf diese Digitalisierung des Verkehrs und per App hole ich mir ein Shuttle zum nächsten Knotenpunkt. Sie sprachen es gerade an. Bleiben da nicht alle älteren Menschen auf der Strecke? Wie ist es überhaupt mit der Digitalisierung? Meine Mutter rennt immer noch mit jedem Überweisungsbeleg in die Bankfiliale, kann auch nicht Online-Banking. Genauso wird es auch in dem Fall sein. Ja, so soll es ja auch weiter sein. Und wir wollen kein Bargeld verbieten. Alle sollen das machen. Aber diese Angebote, wie kriegt man in der Digitalisierung das hin, dass sich die Gesellschaft nicht spaltet? Nein, das ist eine Frage. Auch ältere Menschen können sich und engagieren sich auch oft. Die haben zu Hause einen Computer und eignen sich das noch an und merken dann plötzlich auch, dass es ihnen neue Chancen gibt. Gerade wenn sie nicht mehr so mobil sind, ist es doch super, dass sie ein Smartphone haben können und sie können mit ihren Enkelkindern über ich weiß gar nicht, wie das heißt, über einen Computer mal Kontakt aufnehmen. Man muss sich dem nur öffnen. Aber es ist niemand gezwungen. Und wir sind auch jetzt schon in der Lage, über die Busstationen, die wir im Hamburger Stadtgebiet haben, auch das normale Benutzen des U- und S-Bahn-Systems attraktiver zu machen. Wir wollen ja auch eine Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Wir achten darauf, dass wenn man nicht so mobil ist, vielleicht mit dem Rollstuhl unterwegs ist oder mit dem Kinderwagen, dass wir darauf achten, dass wir überall Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und Fahrstühle haben, Aufzüge in den U- und S-Bahn-Stationen. Und da kommen wir gut voran. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 80% Ausstattung bei allen U- und S-Bahnen und werden in den nächsten Jahren auf 100% kommen, damit man eben für alle dieses System auch gut nutzbar hat. G20-Gipfel ist ein Jahr her. Herr Scholz hatte ernsthafte Konsequenzen für die Rote Flora angekündigt. Dazu kam es nicht mehr. Wie ist Ihre Haltung zur Roten Flora? Unsere Haltung zur Roten Flora ist, dass man von dort keine Gewalttaten und Straftaten begehen kann. Und das ist wie, wenn Sie zu Hause Recht und Gesetz missachten, kommt die Polizei. So ist es in der Roten Flora auch. Wir sind dort sehr konsequent. Wenn es Straftaten aus der Roten Flora gäbe, dann gehen wir dahin. Wir sind auch vorbereitet und sind auch jetzt schon, wenn es dort zu Rechtsbrüchen kommt, wenn da Transparente ausgehängt werden, die Inhalte haben, die man in einem demokratischen Land nicht haben darf, dann gehen wir dahin und sorgen für Ordnung. Das ist das, was wir tun. Wir haben aber festgestellt, dass die G20-Krawalle nicht maßgeblich von der Roten Flora organisiert wurden. Sie haben sich nur damit solidarisch erklärt und natürlich zu Recht die gesamte Öffentlichkeit gegen sich aufgebracht. Denn das ist ja völlig unakzeptabel, dass dort Krawallbrüder in die Stadt kommen und Terror verbreiten und man dann noch sagt, ja, ist doch schön, dass es sowas gibt, nur nicht bei uns. Das hat die Menschen aufgeregt, so eine Haltung. Und die muss tatsächlich überdacht werden. Aber wir bleiben sehr konsequent, wie die letzten 10, 20, 30 Jahre, so lange gibt es die Rote Flora schon. Ein Kulturzentrum ist okay, aber Recht und Gesetz müssen auch dort eingehalten werden und darauf werden wir achten. Auch nach einem G20-Gipfel.
Wir kommen zum Ende. Es gibt noch ein für Sie wichtiges Thema, das im Herzen liegt, diesen HSV-Anhänger. Ja. Jetzt haben Sie gerade den Abstieg miterleben müssen. Jetzt erleben wir aber bald den Aufstieg. Ist es so? Wird es direkt wieder hochgehen? Das hoffe ich mal. Also, das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn der Abstieg nicht auf Dauer zu einem Abstieg wird, sondern dass es vielleicht gelingt, sehr bald wieder in die erste Liga aufzusteigen. Und vielleicht nimmt der HSV den FC St. Pauli gleich mit in die erste Liga. Und dann haben wir schöne Nordderbys, aber eben, oder Hamburg-Derbys, aber eben nicht in der zweiten, sondern in der ersten Liga. Das wäre für die Sportstadt und für die Fußballbegeisterung bei uns, egal ob man jetzt St. Pauli-Fan ist oder HSV-Fan, eine tolle Sache. Jetzt sind wir leider erstmal zu zweit in der zweiten Liga. Aber wer weiß, ein Jahr später sieht das vielleicht noch anders aus. 100 Tage geschafft. Wo können Sie sich jetzt im Sommer erholen? Wo geht's hin? Wir fahren fast jedes Jahr und auch dieses Jahr nach Österreich in die Berge. Wandern? Ja, wandern ein bisschen. Also lecker nicht so ambitioniert, wir sind jetzt keine Bergsteiger, aber frische Luft, schöne Landschaft und vor allem Ruhe, die man in diesem Amt ja nicht so häufig hat. Ein bisschen Abstand gewinnen, aber nach einigen Tagen, einer Woche, irgendwann bekommt man das Gefühl, man muss zurück in eine Stadt, die eine wunderbare Vergangenheit und eine noch bessere Zukunft hat. Was für ein Schlusssatz. Dann einen tollen Urlaub, viel Erholung und vielen Dank für das Gespräch, Herr Bürgermeister. Danke Ihnen.